Mähdrescher-Pull-Challenge. Ich bin Call of Duty-Profi. 50 Tonnen. Bruder, ich muss mal meine neuen Felgen angucken. So, Freunde, großes Finale. Ich bin der Beste im Versteckspiel. Komm. Ich gehe jetzt mir ein neues Auto angucken und ihr guckt zu beim Reifenwechsel. Jawohl, er bewegt sich. Komm. Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Episode bei Kevin Volta. Heute mal wieder mit einem wunderschönen kleinen Reisevlog. Denn wir verreisen heute zum Reifenwechsel. Ja, wir fahren Reifenwechsel nach Stuttgart. Haben wir gleich noch die Chance, coole Freunde von mir zu treffen. Wir werden auf jeden Fall den lieben Nico Inscope werden wir treffen. Wir werden den lieben Tim Gabel treffen. Wir werden morgen ein richtig geiles Video abfilmen. Werden wir euch hier vielleicht auch ein paar Sachen schon zeigen. Weil wir machen ein Strongman-Training mit dem lieben Dennis Kohlruss. Aber als Gast haben wir uns auch noch den lieben Frank Stäbler dazu geholt. Den dreifachen Weltmeister. Ringer. Wir werden viel erleben. Also bleibt einfach dran und jetzt fahren wir erstmal 6 Stunden auf. So, erster Zwischenstopp, jetzt 3 Stunden schon gefahren. Wir haben natürlich die ganze Zeit gedacht, oh, wir fahren jetzt erstmal ein bisschen und dann frühstücken wir schön. Was wir auch vergessen haben, hat ja alles zu, ne? Noch nicht mal McDonald's hatte auf. War sehr enttäuschend. Ich hatte mich so gefreut auf meine Egg McMuffins. Ich liebe die Dinger. Jetzt gibt es hier halt Brötchen von der Tanke und einen Kaffee. Und dann geht's auch schon weiter. Guten Appetit. Bongo. So, fertig gegessen. Jetzt gibt's aber noch ein paar EAs, weil die 2 Brötchen mit ein bisschen Putenbrust reichen natürlich nicht aus, um mein Eiweiß zu decken. Deswegen knall ich mir jetzt noch ein paar neue EAs rein. Sind neu bei Neosubs. Ich weiß nicht, ob die schon raus sind, wenn das Video kommt. Ich habe die jetzt gerade zum Testen. Super Sache. Aber wenn ihr sonst irgendwelche Supplemente braucht oder auch Klamotten bei Smilodogs, dann einfach mal Smilodogs oder Neosubs abchecken. Neosubs für Supplemente und Smilodogs für Klamotten. Und ihr könnt bei beiden Firmen fette 10% sparen mit dem Code Kevin10. Und ihr unterstützt dieses wunderschöne YouTube-Projekt. Angekommen in Stuttgart, haben es geschafft. 1,5 Stunden wirklich früher angekommen jetzt, als wir am Anfang geplant wurden vom Navi. Sehr beeindruckend. Ja, jetzt fahren wir da mal hin, hoffen, dass die uns schon vorher die Reifen wechseln. Und nach dem Reifen wechseln geht es ins Büro zu G. Vielleicht drehen wir dann auch eine Kleinigkeit für euch ab. Mal schauen hier, ne? Wir bekommen jetzt neue Felgen drauf. Auch ganz neu. Ich dachte, die Reifen werden nur getauscht. Aber wir bekommen ganz neue Felgen. Dann sieht ja auch noch ein bisschen geiler aus gleich. Und außerdem habe ich keine Schrammen mehr an den anderen Felgen jetzt. Sehr gut. Ihr dürft übrigens zugucken jetzt. Ich gehe jetzt mir ein neues Auto angucken und ihr guckt zu beim Reifenwechsel. Anne, du bleibst schön hier. Schön aufpassen. Ich hole dich gleich wieder ab hier. Sei schön artig, okay? Sei lieb. Sommerreifen sind jetzt nicht begrenzt, ne? Nein, die sind jetzt komplett offen. Die kann ich ballern, ne? Die kann ich richtig ballern jetzt. Sehr gut. Vielen Dank. Dankeschön. Die auf. Ciao, ciao. Ich habe nämlich so ein Auto, mit dem ich liebäugel. Und zwar ist es die G-Klasse als 63er AMG, aber als 4x4 hoch. So, wenn ich jetzt auf die Jagd gehe mit so einem riesen Panzer, wäre schon cool. Ja, aber auf jeden Fall gucken wir jetzt erstmal. Wir gehen gleich noch ein bisschen rumgucken hier. Vorne schon edel, ne? Hier mit Kühlschrank drin. Chillst du hier? Genug geträumt. Treffen wir uns mal mit Nico und Tim. Guck mal, was die Rasselbande so treibt. Ich muss mal meine neuen Felgen angucken. Ich bin ja mal sehr gespannt, wie das jetzt aussieht. Oh ja. Das sieht doch schön aus. Das sieht doch sehr, sehr schön aus. Top! So, wir haben ihn gefunden, den verlorenen Sohn, ja, Nico. Ey, was schönen guten Tag. Ich bin hier gerade am Arbeiten. Arbeiten, ja, er bereitet sich vor für den Livestream heute Abend. Er zockt gerade. Das gehen wir nicht. Achso. Dann halt für den nächsten Stream. Ja, ich bin schön reingeschissen. Auf jeden Fall gehen wir gleich noch was essen.
Nachher drehen wir noch ein, zwei kleine Videos ab. Nico freut sich total auf ein Video, weil wir haben gerade über eine Bestrafung geredet. Genau, ich freue mich auf das Reaktionsvideo, das wir zusammen drehen. Ich persönlich im neuen Style aufgelegt, und zwar den Mittelscheitel-Style. Kevin, ich weiß, du wirst den demnächst auch auflegen, und du auch, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich weiß. Es wird auf jeden Fall der nächste neue Trend. Die ganzen Rapper schreiben mich schon an, ey, Latzo, heftige Frisur, ich mache auch demnächst. Ich habe ihn ja gefragt, was das soll. Er meinte, das ist ein Experiment. Nee, ich bin Call of Duty-Profi, und ihr könnt ja mal abstimmen, ob ich anfangen soll mit Livestreams auf Twitch oder mit YouTube. Sollst du, brauchen die gar nicht abstimmen, du sollst anfangen mit Streamen. Du hast, nee, du hast, das ist einfach nur strategische Kriegsführung, was du hier gerade machst, weil du sagst, du bestätigst mich, indem du eigentlich willst, dass ich es nicht mache, weil du Angst hast, dass ich dich fertig mache. Verstehst du? Ich habe direkt seine Strategie erkannt und zerschlagen. Ich will einfach nur, dass Kevin ein bisschen mehr Spaß in seinem Drop hat, anfängt auf Twitch zu streamen, dass wir ein bisschen zusammen zocken. Er denkt wieder, ich handle irgendwelche Strategien aus. Jetzt suchen wir den lieben Tim. Da ist er auch schon. Ha! Schon gefunden, so schnell. Ich bin der Beste im Versteckspielen. Ja, ich warte. Ja, okay. Das lädst du nicht hoch. Das lädst du hoch. Ich brauche eine neue Rose. Eine goldene. Ich kann dir nur eine Sache empfehlen. Trag Mittelscheitel und dein Leben wird besser. Mach die Kamera raus. Ja, ohne Witz. Das ist eine richtige Zuhälterung, Mann. Das passt zu dir. Back to the roots, hä? Hey, was? Ja, wir gehen jetzt was futtern, danach drehen wir noch ein Video ab, und dann wird es auch schon langsam ins Hotel gehen, weil wir morgen wieder früh aufstehen müssen bestimmt. Ja, Bro. Wow, Junge, und eine Rolle vorwärts, Junge. Wir haben gerade mit Nico ein wunderschönes kleines Reaktionsvideo gedreht und haben den Herrn Löffel jetzt hier. Und ein Reaktionsvideo zuerst? Ja. Okay, und danach drehen wir meins. Ja. Ja, aber André ist gerade drin und Laptop steht gerade. Und dann drehen wir jetzt noch eine kleine Reaktion mit dem lieben Tim. Und dann drehen wir für Tim noch ein Video. Und dann gehen wir schlafen. So, Freunde, langer Tag geht zu Ende. Wir fahren jetzt ins Hotel schlafen, denn morgen wird ein langer, anstrengender Tag, ein wirklich anstrengender Tag. Dennis hat gesagt, wir müssen einen LKW ziehen oder einen Traktor ziehen oder sonst irgendwas. Also ich bin sehr gespannt. Bis gleich im Hotel. So, willkommen bei Kevins Room Tour. Ich zeige euch als erstes mal mein riesengroßes Badezimmer. Da passe ich gerade so alleine rein. Und nun im Willkommen im Master Bedroom. Das war schon ein größeres Zimmer. Ne? André und ich sind schon zu viel drin. Ja, aber für eine Nacht alles gut. Wir bestellen uns jetzt was zu essen. Und dann geht's in die Bubu Haier machen. Auf jeden Fall erstmal eine gute Nacht und bis morgen. So, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Wir sind auf dem Weg jetzt zum lieben Dennis Kohlrus und zum lieben Frank Stäbler. Stunde müssen wir fahren und dann sehen wir uns gleich da wieder. Life is good. Good morning. I had a good night. But damn it feels good to see the Vorbereitung laufen. Ich mache mich gerade ein bisschen warm schon mal. Verletzungen vorbeugen. So gut es geht. Alter, du hast diese 300 in den Raum gestellt. Was ist das für eine Zahl? 200 ist einfach verdammt schwer. Das darf ich jetzt eigentlich nicht sagen, aber wer den packt, der ist stark. Wenn ihr nicht packt, ist schwach oder was? Ja, das ist dann. Was soll das jetzt schon wieder hier? Ja, das was ist hier los heute? Ja, wir müssen jetzt erstmal eine Befestigung finden, wo wir das Teil dran machen können. Es wird witzig werden. Willkommen, liebe Freunde, zu der legendären Mähdrescher-Pull-Challenge. 12 Tonnen stehen auf dem Programm. Wir versuchen jetzt jede einzeln diese 12 Tonnen mal zu ziehen. Und wenn nicht, werden wir uns ein bisschen durchmixen und versuchen, den zusammenzuziehen. Also es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wir sind mal gespannt, ob wir es schaffen. Das Wetter ist gut. Die Gemüter sind erhitzt. Also möchtest du den ersten Pull, Kevin? Ja, ich mach das. Kein Problem. Okay. 12 Tonnen, das ist wahrscheinlich, als wenn ich jetzt eine Wand ziehen will oder gegen eine Wand drücken will einfach. Oder einen Planeten oder so. Oder Planeten wegdrücken möchte. Aber wir versuchen es mal. Ja, man muss sagen, man muss sich ja auch Aufgaben im. Man muss sagen, bei dem Truck leben, du hast unglaublich grobe Stollen. Ja. Also die bremsen, sobald du einen Zentimeter an den Weg machst, bremsen diese Stollen ungemein. Also das wird eine ganz schöne Arbeit. Los geht's!
Er kommt! Ja, Millimeter per Millimeter! Weiter! Komm! Das ist jetzt schlecht. Komm, Kevin, komm! Zieh! Alter! Schnell, oder? Sagen wir einfach mal fürs Ego, bestimmt 2 Meter. Wir waren es 10 Zentimeter? Nee, eher 2. Wie fühlst du dich? Als wenn ich von einem Mähdrescher durchgefickt worden wäre. Durchgemäht, Wender, ne? Durchgemäht. Ich wurde gerade ordentlich durchgemäht. 12 Stunden haben wir schon gesagt. Ja. Aber beim Truckpull oder allgemein bei Strongman-Disziplinen, wo was gezogen wird, ist es nicht wichtig, wie schwer das Gerät ist, sondern der Boden, ob es nach oben geht, nach unten geht und die Bereifung. Wir haben hier sehr große Reifen und wir haben sehr große Stollen, also das ist harte Arbeit. Spannend, zieh. Gut, loslassen. Okay? Okay. Yes! Komm. Jawohl, er bewegt sich. Weiter, kommt. Jetzt kommt er. Oh, shit, der rollt wieder rückwärts. Ah, der rollt rückwärts. Das ist genauso wie bei mir gewesen, ne? Dass du den nicht über diese Stolle kriegst. Also bis zu der ersten Stolle kriegst du den, ja. Aber du kriegst ihn nicht über diese Stolle rüber. Dadurch, dass der so schwer ist und natürlich hier so eine fetten Stollenreifen hat, bekommt man den zwar über diese eine Distanz, aber nicht über diese Stolle rüber. Ne? Frank, willst du auch mal probieren? Ich würde sagen, muss ich euch jetzt echt zeigen, wie man das macht, oder? Zeigen, als alter Landwirt, hä? So ne Mann zumindest, so ne Mann. Ja. Komm. Zusammen haben wir's. Schluss. Okay. Ja. Und dann ist sie hinten. Jawohl. Leck mich da. So haben wir das gemacht. Dennis, lebst du noch? Du, Schulter! Oh, fuck. Wie beim Ringen, ich mach dich locker. Ja, mach mich locker. Alter. Scheiße. Also zu dritt kriegen wir ihn hin, ne? Also zu dritt geht's. Die Jungs pumpen gezogen. Wie damals auf der Matte. Ich habe 30 Tonnen Bus gezogen. Ja, der hat andere Reife, aber... Ja, ganz klar. Ich habe die Reife unterschätzt. Ich drück und drück, krieg als Krämpfe unten drin. Ihr fragt euch sicherlich, warum wir das alles so gemacht haben, ne? Weil wir es können. So, Freunde, großes Finale. 12 Tonnen werden jetzt gezogen von uns dreien. Frank Stäbler, Dennis Kohlross und Kevin Wolter ziehen jetzt 12 Tonnen, aka 50 Tonnen wegen den Stollenreifen. So. Mal gucken, ob wir es schaffen. Geht auf Zug. Okay. Auf die Plätze. Fertig. Go! Ja. Seil locker lassen. Seil raus aus dem. Geht doch. So wird das gemacht. Kevin, schön war's. Vielen Dank an Mike und deinen Mähdrescher. Also vielen Dank an den Landwirtschaftsbetrieb Grünbacher und Mike für das Verfügungstellen dieses wunderschönen 250.000 teuren Mähdreschers. Sie haben gedacht, die gewinnen, aber nee. Wir haben noch nie im Strongman-Bereich irgendwelche Traktoren gezogen, die ähnliche Reifen haben. Ich sage jetzt in Anführungsstrichen, hat das Teil nur 12 Tonnen. Brutal. War gut, gell? Falls irgendwann mal stecken bleibt, ruf uns an, genau. Wir schieben das Ding raus. So, Freunde, ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen. Wir sind auf jeden Fall fix und fertig. Dennis und Frank haben natürlich auch Instagram und YouTube. Könnt ihr unten mal abchecken in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt, willkommen bei...